willkommen zu diesem weiteren... Hi. Daily Vlog, meine Freunde. Jonah, wie kannst du nur dieses wunderschöne, das ist diese Ankündigung, habe ich schon seit 30 Millionen Vlogs. Ich hab das noch. Alles zerstört, Digga. Leute, wir sind mal wieder hier einen weiteren Tag hier in wo sind wir? Brüssel? Das Ding ist einfach, Leute, wir wissen nicht, warum wir hier sind. Also schaut euch das Video einfach von gestern an. Wir wurden hier von Fremden hingeschickt, von einer Firma. Und die haben uns nicht gesagt, was wir hier machen. Heute werden wir es aber erfahren. Wir haben schon was richtig Komisches hier heute Morgen vom Zimmerservice geliefert bekommen. Das sollen wir aber scheinbar erst morgen öffnen. Das heißt, wir haben jetzt heute die ganzen Tage so eine komische Box in unserem Zimmer stellen und wir wissen nicht, was da drin ist. Was ist das hier eigentlich für eine komische Sache? Aber Leute, auf jeden Fall wissen wir heute, warum wir hier sind. Das ist schon mal nice. Lass uns einmal ganz kurz an die Box gehen. Ist da vielleicht eine Bombe drin? Naja, Leute, es ist auf jeden Fall alles etwas komisch. Jonah, gerade passiert. In dieser Sekunde, ich habe gerade schon die Kamera geschaut, Leute. Wir haben in dieser Sekunde gerade eine Nachricht erhalten. Okay, ich habe sie noch nicht gelesen, Digga. Okay. Es kann sein, dass wir jetzt erfahren, warum wir hier sind. Dinosaurier. Okay, ich lese vor, Digga. Komm her. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ihr hier seid. Wir haben euch VIP-Tickets zum Post Malone-Konzert besorgt. Nein. Digga, wir haben es noch gestern gesehen auf dem Plakat. Tschüss, VIP. Warte mal, Digga. Du hast gestern noch auf dem Plakat das gesehen. Hier sind Plakate überall davon. Und dann meinst du, dir würdest da übelst gerne hin. Wow. Liebe Post Malone. Er ist so ein Ehrenmann. What? Nice, okay. Oh, warte, aber es geht noch weiter. Aber das ist noch nicht alles, Punkt. Ihr werdet auf besonderem Wege dorthin gefahren. Seid gespannt. Okay. Digga, langsam wundert mich gar nichts mehr, Digga. Digga, wir haben einfach eine Box vor der Tür, Junge. Jetzt gehen wir zu einem Konzert. Wir sind jetzt hier in der Lobby und wir warten jetzt darauf, bis wir unser Gefährt sehen können. Ich habe immer noch absolut keine Ahnung. Was könnte es sein, Jonah? Denkst du, wir werden mit einem Helikopter rübergebracht? Oder ein Traktor? Ein Traktor wäre nice. Okay, ich bin gespannt. Das steht anscheinend jetzt draußen, Digga. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Ah, hier ist nichts. Nein, Digga. Nein. Ist es das Auto, was dahinter steht? Ist es das Auto, was dahinter steht, Digga? Das ist einfach eine Jeep-Limo. Oh mein Gott. Tschüss. Yo, what the fuck? What the fuck? Can we go in? Ja. Okay, let's go. Yeah. Hä? What the fuck, Digga? Alter, was? Was? Ist das real, Digga? Was ist hier los? Ist das eigentlich das Leben noch? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade wieder? Hast du das erklärt? Was wir gerade machen? Kannst du mir das irgendwie erklären, wie wir reingerutscht sind schon wieder in diese Situation? Zieht euch zurück! Wow, Digga! Ab in die Limo, let's go! Leute, ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, einfach meine Mama anzurufen, Leute. Mom, guck mal, wo wir gerade sind! Was? Wer ist das? Wir sind ja gerade in der Limousine, einfach mal ganz entspannt. Cool, Disco-Limo? Champagner oder was? Nö, Jonah. Ich weiß, die standen hier. Die meinen, das ist schon bezahlt. Das ist schon ein sehr beruhigender Anruf für die Mutter, oder? Ja. Wir sind gerade in der Limo mit Champagner. Wenn wir jetzt schon in so einer Limo sind, Digga, dann müssen wir das beste Lied der Welt droppen, oder? Ja, komm, hau raus. Ihr kennt es, wenn der DJ droppt, Digga. Ich hab das Copyright auf den YouTube-Strikes. Am besten, wenn ich nach wie vor gesperrt bleib. Bist du ready für den Drop? Ich bin einfach so herum, lol. Ich hab grad übelst geile Musik, die wir anmachen können, Digga. Was denn? Hör dir das an. Ja, mega. Das ist mein Jam. War so ein Remix, oder? Nein. Aber es ist kein Remix? Nein, klassische Musik, Digga. Der Fahrer denkt eigentlich auch, die Deutschen sind komplett mehr. Der Fahrer denkt so, was machen wir an, Digga? Einfach nice. Nein, komm mal. Okay, Leute, wir sind jetzt am Konzert angekommen. Es wird richtig unangenehm, ist, aus dem fucking Ding hier auszusteigen. Aber ja, egal. Alle jetzt gucken. So, das ist das Ding, weswegen ich sowas niemals machen würde hier. Ja, ist schon unangenehm, Digga. Yeah. Oh mein Gott. Digga, was ist hier los, Digga? In der Limo zum Konzert, Digga. Tschüss, XXL Limousine, wir sehen uns. Da waren wir einfach gerade drin, Jonah. Tschüss, Limo, tschüss. Okay, Leute, wir sind in der Schlange vom Post Malone Konzert. Mit der Limousine haben wir hingekommen, Digga. What the fuck, Alter. Wo nicht mal kontrolliert. Leute, wir sind einfach auf der ersten Reihe, Digga. Alter, lol. Thank you.
holt sich jetzt einen Veggie-Burger, denn der Boy ist einfach Veggie unterwegs. Gang, Alter. Okay, Leute, wir sind wieder zurück im Hotel. Jonas ist gerade nackt. Darf ich kurz filmen? Nein. Ich bin wirklich nackt. Leute, auf jeden Fall war ein nice, mega nice Konzert. Ich weiß nicht, warum wir sowas verdient haben. Auf jeden Fall krank mit der Limousine, krank mit dem Konzert, krank mit allem. Morgen wisst ihr dann auch, welche Firma mich hier eingeladen hat. Und wir machen auf jeden Fall auch wieder eine nice Aktion. Digga, der Content ist auf jeden Fall momentan real. Also Leute, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, geht auf heyshop.de und euch den besten, sexiesten Lightning-Version auch dieser unglaublich geilen Community beizutreten. Lasst ein Abo da, meine Freunde. Gibt's täglich kranke Videos. Täglich so Sachen wie das hier, Leute. Das Level bleibt einfach auf dem heftigsten Level und ich würde sagen, haut rein. Level bleibt auf dem heftigsten Level. Okay, okay Leute, es ist gerade 3 Uhr nachts. Also würde ich sagen, haut rein und ciao. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, 86 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the, on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', on record, off record, deals, tell them talk to Colin for the quote, on record, I still want the act, not the ghost.